Herzliche Bewerberin Prinzess. Sie hat bei ähnlichen Bedingungen gewonnen in Baden-Baden. Zu großen Überraschung. Boden war schwer an dem Tag, so wie heute. Und das Team ist ja gut in Form. Jasmin Almberger heute schon Sieger gesattelt. Anna van den Troost schon Rennen gewonnen. Shining Mac ist Bahnsieger und bei zwei Starts für Waldemar Hicks noch ungeschlagen. Auch wenn es nun schwerer wird, ist Shining Mac deshalb unser Favorit im letzten Rennen des Tages. Und Melina Hehn dann bei 13 Euro, jetzt 14,40 Euro, Arturo mit Annalena Reitner, die neuen Rundfunkleiter im Moment Small Players, die 1 mit Amina Matun. Wir sehen es auf der Uhr, noch 2 Minuten sind angezeigt, also gleich geht's los. So, aber jetzt, Sonntag geht's auch los. Gültiger Start zum 8. Rennen, jetzt auf Wiedersehen am 8. Juni, unser nächster Renntag. Und hier geht an die Spitze gleich Solterio, der sich als nach vorne gemacht hat. Wir sehen dann die Führungsposition, seine Liter mit Shining Mac und Maywitz sind dicht auf. So geht's dann erstmal vor Publikum, Bulgarian Princess, genau, ihr Stichwort. Publikum, da ist auch das Publikum, Shining Mac, außen jetzt aber Bavarian Princess, unauflotte Biene nochmal gebracht. Shining Mac jetzt knapp im Vorteil, Shining Mac innen Solterio, wertet noch, außen sollte Biene kommen nicht voran. Also Shining Mac oder Solterio, so sieht es im Moment aus, Shining Mac aber im Vorteil. Shining Mac hier eine gute Runde von Solterio und Shining Mac auch der Dame hier niemals auf der Siegerstraße. Shining Mac gewinnt das Rennen von Solterio, dann sollte Biene. Dann werden wir Prinzess, Arturo, Small Fires und Sagunita. Vier Flotten Biene, vierten die drei Bavarian Princess und fünften die neuen Arturo. 8-6-4, also zum Abschluss des Tages. Ja, das war gut hier an einem Tag, der ja sehr herausfordernd war. Das hat halt jetzt geht's wieder nach Mannheim. Wir machen hier vor dem Waffelberg, die bis in Juni ist weiter. Jetzt erstmal weiter mit Lena Lebohr aus Mannheim. So, und wir haben hier den Thank you.
Ja gut, das müssen wir anders wieder arbeiten. Es war Pilot und das Deutsch verbessert sich ja an wenig, weil Michael Habing, der neue Doktoranstalt von Waldemar. Vielen Dank und weiter als von Wein, der Sieger hier Shining Legs aus dem Glück in So, und die Siegerehrung für das letzte Rennen des heutigen Tages. Am Wiedersehen am 18. Juni ein Ausgleich bei über 2200 Meter der Kapitän. Der Sechsträger war dann Shining Legs. Das ist der Südwind Wichtinfo. Weiter rechts in der Köln, der Trainer und die Landesladen. Lisa Abi, Gratulation, die kein Team.